in dieser sehr hektischen und sehr großen Stadt, in einer sehr belebten Straße, in zwei sehr kleinen Wohnungen, lebten einmal Paul Schubert, ein Krokodil und Rosie Blue, eine Antilope. Es war Sommer. Und das ist auch New York, die Zeit, in der die schönsten Dinge passieren. Schon wieder. Mach den Topf pflanzen und den Duft von Hotdogs im Winter. Rosie liebte den Luftzug aus dem U-Bahn-Schacht im Sommer und sie aß gerne Karamellbonbons, die an den Zähnen klingen. Herman mochte noch etwas sehr gerne. Oboe spielen, nämlich. Das ist doch keine Oboe, das ist eine Melodika. Wie schön diese Oboe klingt. Tolle Melodie.